Also eigentlich, das ist nicht meine persönliche Welt. Ich komme aus der Brettspiel- und Kommunikationsebene, aber offensichtlich die Welt entwickelt sich weiter. Und die Angst, die wir früher gehabt haben, dass Bildschirmspiele vereinsamen, spürt sie überhaupt nicht. Genau das Gegenteil ist der Fall. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir vor 3 Jahren gesagt haben, okay, wir fangen das Projekt jetzt an. Mit Harald Koberg und der Chrissy Brosser sind wir sehr, sehr glücklich, weil sie das gegenseitig aufschaukelt. Die Brettspieler sehen, dass die Bildschirmspiele super sind. Die Bildschirmspieler sehen, mit Brettspielen komme ich von meinem Adrenalinspiegel wieder runter. Und damit haben wir wirklich, ja, eigentlich den Stein der Weisen in der Bildungspolitik gefunden. Ich habe ja gerade vorher mit Harald gesprochen. Ne? Das ist ja eigentlich noch viel mehr. Erstens einmal, glaube ich, viele Grazerinnen und Grazer wissen das gar nicht, ja, was da abgeht. Ja. Wir werden das aber einstellen ins, ja, Web, ne, und da, ja, verlinken. Super. Aber das Zweite ist, ich kenne ja auch die Johanna Birker. Ne? Ja. Das hat ja in der Zwischenzeit auch einen ganz beachtlichen ökonomischen Stellenwert. Ja. Arbeitsplätze, Hightech und Ähnliches. Ne? Ja, 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 und und natürlich auch Auswüchse. Weil wenn man ganz einfach nach Singapur schaut oder in die Vereinigten Staaten, wo so E-Sports-Events ganze Stadien füllen, das, und dort die Wettmafia ganz einfach schon ganz stark am Werken ist, dann sieht man, was da eigentlich an Potenzial dahinter steht. Wir wollen eigentlich das Gegenteil. Wir wollen wirklich die Spielkultur fördern, sowohl im Brettspiel wie auch im Bildschirmspiel. Das heißt, den Leuten eine Freude machen eigentlich, den, ne? Den Leuten Freude machen, und Ludovico ist jetzt 30 Jahre alt und ich habe noch nie jemanden weinend weggehen sehen, sondern immer alle mit strahlenden Augen. Was, nicht einmal beim Mensch ärgert dich nicht? Nicht einmal beim Mensch ärgert dich nicht. Ja, und da habe ich mich natürlich dann auch mit der Geschichte des Spiels sehr stark beschäftigt. Und zum Beispiel, Mensch, ärgere dich nicht, ist um 180 Grad umgedreht worden. Das Spiel ist 4000 Jahre alt und früher hat... 4000? 4000 Jahre alt. Ja. Und früher hat immer der Letzte das Spiel gewonnen, nicht der Erste. Okay. Und das ist natürlich ein Zug unserer Zeit. Jeder will der Erste und der Schnellste sein. Beim Mensch ärgere dich geht es aber darum, möglichst lang auf dieser Welt zu verweilen und möglichst weise zu werden und nicht sein Leben nach 3 Runden schon hinzuschmeißen. Ne? Dann sage ich ganz lieben herzlichen Dank für diese Worte. Wir werden eine Runde machen und werden schauen, dass wir auch vielleicht ein bisschen mit beitragen, dass einige Leute noch davon erfahren. Ja. Danke dir. Super. If you like this video, please comment, share and subscribe to my channel. Thank you very much.